Anni kennenlernt, der leider ein bisschen verfressen ist. Und ich habe versprochen, dass er immer mal ein Stück Käse kriegt. Dann habt ihr fast jeden aus unserer kleinen Familie kennengelernt. Jakob war dabei, Jasper war dabei, Frank war sowieso dabei. Es fehlt nur noch unser Jüngster. Der möchte das im Moment noch nicht so gerne. Und Barney habe ich einfach überredet mit, ja, mit Käse. Hab ich ihn bestochen, weil es ja nun das Thema ist. Ohne Barney hätte keine Schwester niemals über Taschen zum Gassi gehen nachgedacht. Ich war ganz weit weg, ganz, ganz weit weg von Hunden, bevor wir Barney bekommen haben. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt geht es um die Gassi-Taschen. Und Tom ist so lieb und schaltet eine Umfrage, weil mich nämlich ganz, ganz, ganz doll interessiert, ob sich jetzt heute und auch für die nächsten, also wenn ihr das nachschaut, ob das alles Menschen sind, die eine Fellnase zu Hause haben. Also seid ihr Hundemenschen oder gucken auch Leute zu, die gar kein Tier zu Hause haben, keinen Hund. Und einfach aus Interesse dabei sind. Das interessiert mich sehr, also freue ich mich, wenn ihr abstimmt. Ja, letzte Woche war Daniela da mit einem spannenden Thema. Das hat mich sehr gefreut und es war ganz, ganz witzig, einmal zuzuschauen. Jetzt bin ich wieder dran und ja, kann euch noch kurz als Neuigkeit sagen, dass wir am Wochenende, jetzt am Samstag bis Montag, auf der Nordstil stehen, hier in Hamburg in den Messehallen ist Händlermesse. Und wir hoffen natürlich, dass wir viele neue Händler gewinnen, sodass ihr, falls ihr bisher noch keinen Händler mit keine Schwester vor Ort habt, dass ihr vielleicht ganz bald ja, unsere Taschen auch bei euch am Ort anschauen könnt. Wir werden euch von der Nordstil ein bisschen berichten. Das erste Mal mit einem ganz großen Stand. Und ja, da schicken wir Bilder. Wir sind diesmal, wenn wir alle gesund bleiben, sind wir zu viert auf dem Stand, sodass sich nicht so lange Schlangen bilden. Also falls jetzt jemand, der schon mal bei uns war und sagt, ich komme immer so schlecht durch, falls jemand zuschaut, dieses Mal sind wir zu viert und das sollte gut klappen. Ja, Barney und ich gehen jeden Tag spazieren, wie alle Hundebesitzer. Und es wurde die Anfrage irgendwann von einer Händlerin an uns gerichtet, was ist denn mit Leinen oder was ist denn mit Gassi-Taschen? Eine Hundeleine hatte ich mir vorgenommen, wird es aber von keine Schwester nicht geben, weil ich tatsächlich einen zu großen Respekt davor habe, dass, ja, dass man da wirklich Karabiner einsetzt, die so viel aushalten müssen. Es geht da um so viel Sicherheit. Das ist ein Thema, was wir im Moment noch nicht angehen. Aber eine Gassi-Tasche, das ist natürlich genau das, was so mein tägliches Thema ist. Und wir haben dann mal geguckt, was gibt es für Taschen, was bieten die Taschen, die auf dem Markt sind. Und ja, haben uns da auch ein bisschen orientiert und Muster geben lassen und fertigen lassen. Und es war aber so, dass am Ende all das, ja, fand ich ganz schön, aber ich hätte es nie benutzt. Und das, was ich jeden Tag benutze, das ist ja die Kim oder Maxi Kim und mit der bin ich Gassi gegangen mit Barney. Und alles das, was wir für unseren Spaziergang brauchen, das passt da rein. Und es ist praktisch, auch wenn ich in der Hundeschule bin. Und ja, und deswegen haben wir dann am Ende die Kim Maxi Kim nochmal etwas modifiziert, dass sie noch besser zu unseren Hundespaziergängen passt. Dafür kriegt er jetzt ein Leckerli. Wenn du mich so lieb anguckst. Ja. Okay. Die Kim, die Gassi Kim haben wir also sowohl als kleine als auch als Maxi-Version gemacht. In noch nicht so ganz vielen Farben. Aber wir haben schon mal versucht, ein bisschen was Kräftiges und was Praktisches, eine praktische Farbe zu machen, damit ihr, wenn ihr draußen seid im Wald, damit ihr nicht zu empfindlich unterwegs seid. Barney guckt manchmal tatsächlich an der Tasche, ob da was Leckeres drin ist oder was zum Spielen. Und deswegen glaube ich, dass besonders helle Farben vielleicht gar nicht so geeignet sind. Ein großer Unterschied. Na, bleibst du noch? Ich habe mal eine klassische Kim, so wie wir sie bisher hatten, habe ich noch mal dazu geholt und habe hier meine Gassi Kim. Ein großer Unterschied,
rein optisch ist der Karabiner. Ihr habt euch immer wieder Karabiner am Gurt gewünscht, um vielleicht auch den Gurt mal austauschen zu können, eine breitere Variante. Das möchte ich für die Kim nicht, aber ich habe gesagt, okay, um mal zu gucken, wie es mir gefällt und wie es auch ankommt bei euch, machen wir das jetzt bei den Gassi-Taschen. Ihr seht also, es ist ein bisschen mehr Metall. Für mich ist es etwas, was ich so ambivalent sehe, weil ich finde diese Version deutlich sicherer, was ich bei der Handtaschenform eben wichtig finde. Die Gassi-Form, da finde ich, ist das nicht so ein wichtiges Thema. Deswegen haben wir uns eben bei der Gassi dafür entschieden. Also hier habt ihr den Karabiner. Wir haben das Innenfutter verändert, damit wir so wie jetzt, ich habe einfach hier ein bisschen Leckerli reingesteckt und ich brauche also keinen Beutel, wo ich die Leckerlis reinstecke. Die kommen einfach hier in das Reißverschlussfach und ich kann reingreifen. Und wenn wir üben unterwegs, wenn ich Barney ablenken möchte, er sich besonders gut benimmt, dann kann ich reingreifen und habe direkt das Leckerli im Zugriff. Die kleine Version, die kleine Kim, ist geeignet, wenn ihr Schlüssel, Futter, Beutel und das Handy und Taschentücher mitnehmt. Wenn ihr jetzt noch Spielzeug für den Hund dabei haben wollt, dann glaube ich, braucht ihr die große Variante. Die habe ich jetzt, ich habe das nicht befüllt, weil unser Spielzeug tatsächlich so gerade aus dem Wald im Moment in dieser Zeit so schmuddelig benutzt ist, dass ich das nicht ausprobieren wollte. Ich denke auch, das könnt ihr euch gut vorstellen. Zeigen möchte ich euch nochmal, das kann man hier, glaube ich, ganz gut sehen. Tom hat extra nochmal ein bisschen Kontrast mitgebracht, damit ihr gut sehen könnt. Ihr habt also hier hinten den Beutel, das Beutelloch für die Kotbeutel. Die Rolle wird innen, kann man das gut sehen, hier innen in die Innentasche gesteckt und durchgezogen. Und so könnt ihr, ohne die Tasche öffnen zu müssen, immer an die Beutel und sie abreißen. Ihr habt sie nicht an der Leine hängen, die werden nicht nass. Ich finde es ja auch nicht so besonders schön und ich mag das auch nicht so gern an der Leine hängen haben. Deswegen finde ich, ist das eine super Lösung. Ich habe es jetzt ein bisschen rausgezogen. Normalerweise ist das so, dass also ein Stückchen rauskommt, das ihr ziehen könnt und ansonsten hängt es auf der Rückseite. So, und das Innenfutter, ich glaube, da bin ich gerade ein bisschen abgestorben. Das Innenfutter haben wir im Vergleich zur normalen Kim nochmal verändert. Das ist ein abwischbares Futter. Also, wenn ich jetzt hier die Leckerlis in die Tasche stecke, dann kann ich hinterher, die ganze Tasche auswischen, sodass sie nicht den Geruch des Futters annimmt. Und das ist ein großer Vorteil. Das ist der Stoff, den wir bei unseren Waschtaschen auch haben. Also ein Nylonfutter. Das sind im Grunde die Änderungen, die wir vorgenommen haben. Also ein abwischbares Innenfutter, ein Ring für die Kotbeutel zum Durchziehen und die Karabiner, um mal zu schauen, was euch besser gefällt und wie die Praktikabilität im Alltag dann tatsächlich auch ist. Das sind die Änderungen, die wir vorgenommen haben. Ansonsten sind die Größen gleich geblieben. Beim Hundespaziergang habe ich persönlich tatsächlich auch ganz oft die Kleine. Na, Bunny, willst du noch mal hochkommen? Jawohl. Zeig im Vergleich noch mal die Große, die ist jetzt befüllt. Da würde tatsächlich gut noch ein Spielzeug mit reinpassen. Oder wenn ihr im Sommer unterwegs seid und ihr braucht vielleicht eine Sonnenbrille oder ähnliches, dann ist die große Größe wirklich super. Und wenn ich mir die jetzt noch mal ein bisschen kürzer mache, ich hoffe, der Ton stört jetzt nicht groß, wenn ich hier rumfuckel. Wenn ich die auf dieser Höhe habe, dann ist es auch in der Hundeschule, wenn wir beiden aktiv sind, wenn wir rennen oder wenn ich mich beugen muss, dann habe ich keine Tasche, die mich groß einschränkt und blockiert. Unsere Hundetrainerin, die einen Gassi-Service hat, die mit vielen Hunden jeden Tag zu tun hat, die hat sich, als sie die gesehen hat, gleich eine zugelegt und sagte, das ist eben einfach ja tatsächlich eine ziemlich perfekte Tasche für den Hundealltag. Ich zeige euch noch mal ganz kurz
Die Farben neben Schwarz, ich weiß gar nicht, ob wir dunkelgrau haben, aber neben Schwarz haben wir das schöne Waldgrün. Ich finde das eine tolle Farbe, genauso wie Karamell. Diese Farben, ups, sind einfach total schön, wenn ihr mit den Tieren draußen seid. Aber auch eine meiner Lieblingsfarben, Beere. Und für die, die es kräftiger mögen, haben wir bei der kleinen Kim auch Pink und Rot nochmal ausprobiert. Und weil wir ja im Norden sind und niemals auf Blau verzichten können, haben wir das Friesenblau. Also es ist ein Taubenblau, was einfach auch gut zu kombinieren ist. Das sind die Farben, die wir jetzt erstmal bei den Gassi-Taschen haben. Und wir beide, wir gehen jetzt tatsächlich gleich raus. Deswegen bin ich auch schon im Gassi-Outfit und Barney ein bisschen aufgeregt, weil wir jetzt gleich nämlich nochmal in den Wald gehen, auch wenn es schon dunkel ist. Und ja, das ist tatsächlich, wie wir jetzt losziehen. Also ich bin ganz gespannt, wie euch die Gassi-Taschen gefallen, ob ihr sie auch so praktisch findet wie wir. Und ja, schick euch jetzt erstmal ganz liebe Grüße. Das war jetzt die erste der neuen Taschen, die ich euch vorgestellt habe. In den nächsten Wochen folgen dann die Clara, die Lilly, die Käthe und Femke. Es sind die Taschenentleere jetzt, glaube ich, schon im Shop oder die kommen in den nächsten Tagen. Also es ist einiges passiert und ja, ihr kriegt Infos dann in den nächsten Wochen. Donnerstags 18 Uhr oder ihr schaut nach. Ganz liebe Grüße und einen schönen Abend euch.